Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's hier mit dem Hauptspiel und wieder die speziellen Seuchentypen. Heute haben wir die Affengrippe und das scheint auf dem Film Planet der Affen zu basieren. Ich habe den Film nicht geguckt, also ich weiß nicht, ob das so akkurat ist. Falls ihr den schon geguckt habt, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich habe die Seuche freigeschaltet, indem ich den Necrovirus auf brutal erledigt habe. Und die Affengrippe selber habe ich schon viermal auf einfach und zweimal auf normal geschafft. Und daher werden wir das auch mal machen. Wir haben einen leicht veränderten Gencode, diesmal sogar eins mehr als beim letzten Mal. Erstmal Bonus DNS, den Landbonus und Widerstandsfähigkeit. Das sind die nicht veränderten. Dann hier oben, da haben wir weitere Sachen. Ich werde die nicht alle vorlesen. Falls ihr die lesen wollt, dann stoppt einfach das Video. Wir haben hier die Cortisolempfindlichkeit, den hohen Auslöser, Ionendefizit, Ionenanstieg und ATP-Überdosis. Und hier unten haben wir die Virusverbundenheit, Ruf der Wildnis, zusammen stark, Herrschaft und Adrenalinschub. Und hier habe ich das Gen zusammen stark genommen. Dadurch bekommt man mehr Punkte durch Kolonien. Und hier den Runenauslöser. Dadurch bekommt man bei Zerstörung von Genesis-Laboren eben DNS-Punkte. Genau, dann beginnen wir das Ganze. Und wie immer starten wir in China. Dann beschleunigen wir das auch mal gleich. Warnung, Affengrippevirus identifiziert. Androstress ist ein genetisch modifiziertes Virus aus einem Genesis-Labor. Es erhöht die Intelligenz von Affen, aber es mutiert auch schnell und wurde noch nicht am Menschen getestet. Ja, also ein Virus. Und neues Genesis-Labor testet Virusarznei in China. Die Biotech-Firma Genesis hat eine bahnbrechende neue Gentherapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald die Affenversuche in China abgeschlossen sind. Genau. Also wir haben eine Krankheit, die ist aus dem Labor, aus dem Biotech-Labor der Genesis ausgebrochen. Und jetzt müssen wir uns auf der Welt verbreiten. Und wir beginnen das in etwa mit derselben Taktik. Wir wollen uns hier Insekt und erstmal nichts weiter. Da brauchen wir noch einen Punkt. Und zwar haben wir etwa dieselbe Taktik wie letzte Woche. Oder, ja, nicht letzte Woche, wie in der letzten Folge. Und zwar werden wir sehr lange warten, bis möglichst viele Menschen infiziert sind und bis die Heilmittelforschung fast fertig ist. Und dann holen wir uns eben die Affen, die dann ja ein ganz schönes Affentheater anrichten, Wortwitz. Und die Forschungseinheiten oder Forschungslabore eben zerstören. Und das werden wir auf jeden Fall benötigen, um die Heilmittelforschung eben weiter zurückzudrängen. Und wie gesagt, auch erst relativ spät. Das liegt daran, dass, wie beim letzten Mal, je früher man die Affen rausholt, desto mehr von diesen Laboren eben aufgebaut werden. Und deshalb werden wir eben eine Weile warten. Währenddessen hole ich mir hier diese ganzen Übertragungswege. Ihr seht hier Insekt 1, Fledermaus 1, Vogel 1, Blut 1 und danach auch Luft 1, damit das alles ein bisschen schneller infizieren kann. Und Niesen wurde mutiert, das ist ein sehr schönes Symptom an sich, weil es eben kaum Schwere hat, aber dafür eine Menge Ansteckungsgefahr. Und ich würde hier eigentlich auch gern Husten haben. Und das, was danach kommt, da weiß ich nicht genau den Namen. Ich habe festgestellt, dass es weit im Norden relativ schwierig ist, alle zu infizieren und dann zu töten. Daher werde ich auch gleich... Jetzt kommen die ganzen Punkte, Moment. Jetzt. Deshalb werde ich auch Kälteresistenz 1 hier holen. Und ihr seht auch, das Upgrade für die Affen, die Affenneurogenese,
Damit werden die Affen intelligenter und beginnen mit der Rebellion. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier Luft 1. Und da haben wir gerade Russland infiziert. Das sollte jetzt auf jeden Fall schneller gehen. Durch die Kälteresistenz. Und Übelkeit wurde mutiert. Wir wollen nicht zu starke Upgrades haben. Hier zum Beispiel Epistaxis würde ich sogar danach wegnehmen, falls es mutiert. Denn danach kommen praktisch nur noch tödliche hier in der Mitte. Und ich würde einfach mal Husten nehmen. Hier haben wir nämlich die Lungenentzündung. Menschen in kalten Gebieten sind besonders getroffen. Also das wollen wir auf jeden Fall haben. Damit das, wie gesagt, hier im Norden ein bisschen schneller geht. Und jetzt erkennt man es auch langsam. Bei der letzten Folge hatten wir das Ganze ja hier in Schwarz. Diesmal ist es in Gelb. Und wir wurden soeben entdeckt. Heißt, Arzneimittelresistenz, genetische Verhärtung. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal die erste Stufe. Hier gibt es nichts wirklich weiter, was wir uns holen könnten. Ja, Androstress ist aus dem Genesis-Labor entwichen. Genesis offenbart, dass Androstress aus ihrem Labor in China stammt und schwört, ein Heilmittel zu finden. Das Labor wird vorhandene Ergebnisse und Affen für die schnelle Entwicklung eines Heilmittels verwenden. Jetzt ist da auch dieser blaue Rahmen drum. Und wir haben Erbrechen mutiert. Ja, das nächste Upgrade würde ich noch zulassen. Also die nächste Mutation. Ihr seht, wir holen uns praktisch gar keine Symptome, sondern sorgen vor allem eben für die Übertragung. Und die Heilmittelforschung läuft, aber wir werden noch ein bisschen warten. Man kann das relativ früh starten, schon so bei der Hälfte. Aber man kann es auch wirklich im allerletzten Moment starten. Was dann aber auch hin und wieder dazu führt, dass dann einfach die Heilmittelforschung komplett durchläuft und schon einige Menschen heilt. Was auch nicht besonders empfehlenswert wäre. Und jetzt haben wir den allerletzten Moment, davon habe ich gerade geredet. Genesis ist kurz davor, ein Heilmittel für Androstress zu finden. Genesis hat mitgeteilt, dass seine Labore kurz davor stehen, ein Heilmittel für Androstress zu entwickeln. Offensive Experimente an Affen sind erforderlich, um ihr Immunsystem auszunutzen. Also wir haben hier die 70% und jetzt ist es wirklich nötig. Jetzt müssen wir hier Affenneurogenese holen, Kolonien, Affenausschreitung und organisiertes Reisen. Und dann lassen wir das mal auf langsam laufen. Denn jetzt sind wir an einem wichtigen Punkt angekommen. Entweder läuft es jetzt oder es läuft nicht. Okay. Ja, perfekt. Das war wirklich perfekt. Darf ich die Punkte da noch haben, bevor ich es vorlese? Danke. So, Eilmeldung. Affenausbruch in China. Aus einem Affenquartier in China sind mehrere Affen ausgebrochen, zerstörten ein Genesis-Labor und verursachten Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. Ja, da haben wir auch die Heilmittelforschung auf 63% zurückgesetzt. Genauso sollte das aussehen. Und dann nehmen wir uns hier eine Affenkolonie, platzieren die in China. Affenkolonien sorgen nämlich dafür, dass wir DNS-Punkte bekommen. Und dann holen wir uns hier auf jeden Fall noch die kognitive Veränderung und anschließend Bildung, um eben einfach viel mehr Punkte zu bekommen. Genau. Das wird unser weiterer Plan sein. Und da haben wir auch schon die ganzen Punkte gesammelt. Dann holen wir uns noch Bildung. Und dann sollten wir bald sehr viele Punkte dafür bekommen. Und Epistaxis wurde mutiert. Ihr seht, das sind ganz viele Mutationen, die jetzt extrem tödlich werden. Und das will ich auf jeden Fall verhindern. Es kostet 4 Punkte, aber man muss es einfach machen, denn die tödlichen Symptome sind eben noch schwerer wieder zurückzunehmen. Da investiere ich einfach die 4 Punkte und habe dann fürs Erste meine Ruhe. Ja, das zerstörte Genesis-Labor verlangsamt die Heilmittelsuche. Da haben wir gerade Punkte bekommen. Und Japan.
Da haben wir leider noch keine intelligenten Affen. Es gibt 1700 Affen, das ist eine Menge eigentlich. Ich würde ganz gerne die Humilinenbrücke haben. Und dann würde ich sagen, Logistik und Schifffahrt. Jagdinstinkt, ja, machen wir auch mal. Und artinterne Verbreitung. Und dann machen wir Folgendes. Wir müssen gucken, ab wann da intelligente Affen sind. Hier in den Philippinen sind schon welche. Da aber noch nicht. Es gibt jetzt praktisch schon überall welche. Also hier zum Beispiel in der Türkei können wir auch eine Kolonie aufbauen. Und in Mittelamerika. Ich will etwa so eins pro Kontinent haben. Und ja. Jetzt gibt es intelligente Affen. Jetzt warten wir noch kurz, bis wir genügend Punkte für die Affenausschreitung haben. Fürs Randalieren. Hier haben wir auch noch eins in Afghanistan. Ich würde sagen, wir machen das in Afghanistan zuerst. Hämorrhagischer Schock. Oh. Au, oh, das müssen wir verhindern. Jedenfalls erstmal machen wir das. Wir haben gerade Grönland infiziert, das ist sehr schön. Machen wir Japan. So. Also wir müssen auf jeden Fall die Heilmittelforschung verhindern, indem wir da eben randalieren. Und kommt schon Japan. Geht kaputt. Noch ein bisschen. Dauert noch. Okay, das hat bisher noch nicht so lange gedauert, aber jetzt haben wir es. Italien. Italien könnte ein bisschen schwierig werden. Müssen wir mal schauen. Wir haben eine Menge Punkte. Damit werde ich hier Magengeschwür wegmachen. Hämorrhagischer Schock. Und die Lungenblutung. Wir wollen all die Sachen nicht haben. Ja, sie sind extrem schwer wieder wegzubekommen. Wir haben eine Menge Punkte dafür ausgeben müssen. Wir würden uns hier noch Infektionsträger 1, damit die gesamte Welt noch ein bisschen schneller infiziert wird. Da haben wir ein paar Punkte. Ich glaube, ja, wir schicken von der Türkei die Affen nach Italien. Und in Saudi-Arabien haben wir auch noch ein Labor. Machen wir so. Die greifen das dann schön an. Machen es kaputt. Ja. Sehr schön. Und Italien hat jetzt auch intelligente Affen. Dann machen wir das Ganze auch mal in Italien. Sehr schön. Und die Heilmittelforschung wird natürlich jedes Mal wieder ein Stück zurückgesetzt, wenn ein Labor kaputt geht. Da haben wir es. Und Indien hat natürlich direkt ein Labor gemacht, aber das haben wir auch zerstört. Also ihr seht, das läuft ganz gut. Drohnen zielen in China auf Affen. Ja, die müssen wir da wegbekommen, sonst wird quasi das Affenlager zerstört. Da holen wir uns noch Urbewusstsein, damit wir erst später entdeckt werden. Damit sind wir ein bisschen mehr geschützt. Eine weitere Kolonie wäre schon schön hier in Zentralafrika. Da Balkanstaaten haben wir ein Labor. Das wollen wir nicht haben. Welche Länder haben wir jetzt eigentlich schon infiziert? Alle. Das ist sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass vor allem hier die nördlichen Länder eben stark infiziert werden. Und die Drohnen sind natürlich an den völlig falschen Orten, was auch gut ist. Ich glaube, das hat auch das zur Folge, dass wir hier eben das Urbewusstsein haben. Ich würde auch, glaube ich, ganz gerne die Kriegsbemalung haben. Und von den Symptomen her, ich glaube, wir haben nur Dysenterie als tödliches Symptom. Neuroenhancement 3 ist natürlich auch schön. Und hier müssen wir mit den Affen weg. So.
Aber an sich läuft's. Es läuft ziemlich gut. Gibt's irgendwo ein Labor? Sieht nicht danach aus. Ja. Ist ganz okay, würde ich sagen. Ich glaube, wir können es schaffen. Wir haben einen Großteil der Welt infiziert. Da, Simbabwe, haben wir ein Labor. Das haben wir zerstört. Und da kriegen wir ganz schön viele Punkte zusammen. Ich nehme dieses Affen-Overlay auch gerne mal weg, weil das eben ein bisschen stört. Dann sehe ich nicht, wie viele Menschen infiziert sind. Zum Beispiel hier in Kanada sind es nur 35.000. Ich weiß nicht genau, es gibt nicht wirklich viele Upgrades, die auch in kalten Regionen besonders gut infizieren können. Und in Kanada machen wir auch mal ein bisschen Randale. Sehr schön. So halten wir uns immer wieder die Heilmittelforschung vom Hals. Ich würde auch vielleicht das ganz gerne holen, aber es kostet eine Menge Punkte, muss ich sagen. Und ja, wir haben eine Menge infiziert. Kanada hängt am meisten hinterher, würde ich sagen. Grönland ist auch schon ganz schön stark, Island auch. Nur Kanada eben. Und die machen da gleich meine Kolonie kaputt. Weg. Schnell weg. Heilmittel gegen Andro-Stress fertiggestellt. Das ist natürlich schlecht. Hier können wir zum Beispiel die subkonjunktivale Blutung holen. Extreme Verlangsamung der Forschung und Blindheit auch. Damit können wir die Heilmittelforschung noch ein Stückchen zurücksetzen. Vielleicht. Und zerstören noch das Labor da. Weil die Menschen werden jetzt geheilt. Und das möchte ich nicht. Komm schon. Ja, die Forschung wurde zurückgesetzt. Sehr schön. Das ist sehr gut. Genombildung 1 kann ich mir leider noch nicht holen. Weil ich einfach nicht die Punkte dazu habe. Aber wir töten jetzt schon eine ganze Menge Menschen. Was sehr schön ist, da haben wir die Punkte. Genombildung 1. Sehr gut. Und dann eigentlich nur noch Kanada, oder? Kanada, ja, okay, es sind noch eine Menge Länder nicht komplett infiziert. Aber ich glaube, in Kanada ist es am schlimmsten. Vielleicht Island auch. Und meine Affenbande ist in Gefahr. Hilfe. Komm schon. Sehr schön. Okay, wir brauchen nur noch ein paar Punkte für das da. Es kostet 47. Wir haben 50, also wir holen uns das noch. Also die Forschung wird jetzt schon stark zurückgesetzt. Atomexplosion in Schweden. Ja, sehr schön. Bringt euch alle um. Okay, Südafrika, Deutschland, Australien, Mexiko, USA, Grönland, Island, Russland, Neuseeland, Spanien, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Also es gibt noch viele Länder, die noch gesunde Menschen haben. Kanada ist, glaube ich, da am schlimmsten. Grönland wird tatsächlich ein bisschen knapp, da nimmt die Zahl ganz schön ab. Kälteresistenz 2. Ja, verhärtete Umbildung will ich auch ganz gerne haben. Muss ich mal so sagen. Bisher wurden nur die Affen aus China bedroht, merkwürdigerweise. Da haben wir noch ein paar Punkte. Und noch ein paar. Also an sich läuft es eigentlich ganz gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen das Tödliche wieder zurückfahren. Hämorrhagischer Schock, Lungenblutung. Machen wir mal Magengeschwür weg und Dysenterie. Und vielleicht auch die Lungenblutung. Ich meine, was soll der Geiz? Wir haben eine Menge Punkte, auch wenn die Forschung ganz schön voranläuft. So sieht es aber an sich ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, das schwankt immer so ein bisschen. Manchmal geht es hoch, manchmal geht es runter. Man weiß es nicht genau, ob es jetzt noch weiterläuft. Da ist eine Forschung. Zentraleuropa, sehr schön.
Und durch Zerstörung des Labors haben wir auch die Heilmittelforschung gestoppt, verlangsamt. Es gibt uns halt eben noch ein bisschen mehr Zeit. Aber es reicht einfach nicht. Es gibt immer noch viele gesunde Menschen überall. Ja, okay, hier in China vielleicht nicht. Aber hier in Russland haben wir einfach noch 10 Millionen gesunde Menschen. Und auch fast überall sonst. Also es sind eine Menge Länder. Deutschland zum Beispiel. Okay, das sind aber ziemlich wenige, muss man sagen. Aber es sollte eigentlich bergauf gehen durch hohe Übertragung und Sachen, die vielleicht nicht ganz so tödlich sind. Also ich würde mir das vielleicht noch holen, weil es eine ganze Menge Ansteckungsgefahr mit sich bringt. Spanien zum Beispiel hat noch gesunde Menschen. Island sind auch noch eine Menge gesund. Grönland auch. Also es gibt immer noch überall gesunde Menschen, was mir so ein bisschen Angst macht. Und dann wird am Ende gesagt, haha, gescheitert. USA sind etwa genauso viele gesund wie infiziert. Da auch. Wir müssen einfach schauen. Es gibt immer noch einige Länder, Saudi-Arabien, oh, das ist ein großer Unterschied. Russland, es werden mal mehr, mal werden es weniger. Man weiß nicht genau, ob das jetzt vorwärts geht. Das hier ist aber auf jeden Fall rückläufig. Da würde ich sagen, hämorrhagischer Schock weg. Und dann die Infektionszahlen wieder steigen lassen. Es ist einfach nötig. Also wir haben hier noch einige Länder. Spanien nicht mehr, aber auf jeden Fall Australien, USA eigentlich auch noch. Nein, da sind alle infiziert, aber hier Russland, Island, Grönland und auch Kanada. Kanada ist jetzt zur Hälfte infiziert. Also ich denke mal, wir haben das hier in der Tasche. Wir sind auf jeden Fall sehr kurz davor. Saudi-Arabien ist so ein bisschen merkwürdig. Verbrennt Leichen. Ah, sehr schön. Macht das mal. Wer weiß, ob das euch hilft. Es sind vor allem hier diese nördlichen Länder. USA, nee, hat keine mehr. Aber Kanada noch. Grönland. Wir sind echt kurz davor. Und ich glaube, Russland ist jetzt auch komplett infiziert, ja. Also Saudi-Arabien auf jeden Fall. Und dann die drei hier oben. Und Island hat nur noch ganz wenig gesunde Menschen. Und Island ist auch komplett infiziert jetzt. Dann noch Grönland. Kanada ist auch weg. Und Saudi-Arabien hat auch nur noch 120.000 etwa. Grönland hat noch 900. Und 0 und 700. Also nur noch Grönland sollte es sein. Ja. Und danach machen wir etwas sehr Gefährliches. Ein sehr günstiges Upgrade, worüber ich eigentlich schon reden wollte, aber es hat sich bisher nicht ergeben. Jetzt. Und zwar Neuroenhancement 3, Gehirntod. Schaut es euch an. Es ist einfach ein Drittel der Tödlichkeit. Super günstig. Und das haben wir jetzt. Hämorrhagischer Schock auf jeden Fall immer wieder gerne. Und dann schauen wir mal, ja, nichts mehr Tödliches, was wir uns holen können. Aber wir kriegen ja noch ein paar Punkte. Und genau jetzt wird draußen Holz gesägt. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Das ist auf jeden Fall ziemlich laut, muss ich sagen. Da Trombo. Folie oder so. Also wir sind auf jeden Fall ganz kurz davor.
Wir haben 530.000 intelligente Affen. Das ist doch ganz schön. Es sind auch einige schon gestorben, oder? 17%, 114.000 intelligente oder generell Affen sind gestorben. Und wir haben nur noch wenige Millionen Menschen, die leben. Nicht mehr lange und wir haben alle ausgelöscht. 33 Punkte. Wer weiß, ob wir das noch erreichen? Ich glaube mal eher weniger. Aber ich hole mir das jetzt hier einfach noch. Magengeschwür. Ist ein bisschen tödlich. Aber gleich, ja, anderer Stress erschafft den Planeten der Affen. Die menschliche Zivilisation wurde von der Androstress zerstört. Intelligente Affen sind zu dominierenden Spezies auf dem Planeten geworden und die Menschen sehen einer dunklen Zukunft entgegen. Genau, wir haben gewonnen, wir haben gar nicht alle Menschen umgebracht, aber ich glaube, das war auch gar nicht das Ziel. Wir müssen einfach nur mehr Affen als Menschen haben. Haben wir die Tödlichkeit, die ist ziemlich wackelig gewesen. Schwere ist immer weiter angestiegen, kurzzeitig runtergegangen, weil es eben zu tödlich wurde und ich habe dann eben Upgrades weggenommen. Ansteckungsgefahr so ähnlich, ist dann kurz runtergegangen, danach wieder rauf. Weltverlauf, ja, da war die Heilmittelforschung sogar fertig. Einige wurden infiziert, aber wir haben das ziemlich schnell wieder aufgeholt und auch ziemlich schnell alle Menschen getötet. Affen, ihr seht das, grau gesund, dunkelgrün infizierte, also intelligente Affen und grau sind die Toten. Irgendwann konnten die einfach keine Affen mehr töten. Und ja, so sieht das aus. Heilungsverlauf, ja, das hätte ein dreijähriges Kind auch malen können. Also das war wirklich sehr verrückt hier. Und dann war es das im Grunde, 1264 Tage. Ziemlich langsam, würde ich sogar sagen. Und dann haben wir es. Androstress. DNS-Sequenz komplex. Schwierigkeitsgrad normal. Krankheitstyp Affengrippe. Zeit 1264 Tage. Heilmittelfortschritt 75%. Gesamtwertung 25.740 Punkte. 3 von 5 Sternen. Also damit bin ich ganz zufrieden. Wir haben ein neues Gen freigeschaltet. Ruf der Wildnis. Ich glaube, das war jetzt inzwischen das letzte. Und 69% der Gene entdeckt. Haha, witzig. Ja. Schauen wir uns das mal an. Also hier haben wir jetzt alle. Aber hier fehlen noch 3 Stück. Das war's. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Beim nächsten Mal die Schattenpest. Und dann war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.